Hallo liebe wieder, herzlich willkommen im Jahr 2022. Nun, wir sind angekommen und heute ist der 1. Januar. Wir machen es weiter mit der Astrologie der Selbstentwicklung, denn die Selbstentwicklung kennt keine Pausen. Es gibt Höhen und Tiefen, aber keine Pausen. Ich hoffe, dass jeder von euch sich das Video auf meinem YouTube-Kanal oder auf dem Instagram angeschaut haben über das Jahr 2022. Es nennt sich Hallo 2022. 2022, das Thema des Jahres. Und dort erzähle ich, welche Energie in diesem Jahr vertreten wird und wie damit umzugehen ist. Das Video war kurz, aber dafür sehr knapp und konzentriert. Wie machen wir es weiter? Für diejenigen, die das erste Mal auf meinem Kanal sind, bitte schauen Sie bis zu Ende und dann können Sie entscheiden, ob euch das Format passt. Denn vorher kann es ein bisschen verwirrend sein. Für diejenigen, die schon längst mitmachen, möchte ich sagen, dass im Dezember im Positiven für euch fielen die Eigenschaften vom Planet Mars, das war euer Herrscher, und im Negativen die Eigenschaften vom Tierkreiszeichen Krebs. Ich habe mir wie immer viel Gedanken gemacht und ich dachte mir, wie kann ich meine Kartenlegung noch spezieller beziehungsweise noch präziser gestalten. Und ich bin auf die Idee gekommen, wir schauen mal, wir testen mal, wie das funktioniert. Zum Beispiel, es würde jetzt die Planeten betreffen. Wenn ich eine Karte mit Planet rausziehe, also sprich zum Beispiel mit dem Mars, dann würde ich schauen, in welchem Tierkreiszeichen das Planet zum Punkt des Anfang des Monats steht. Also welche Stellung hat Mars am 1.1.2022? Zu dem Zeitpunkt würde Mars im Schütze stehen und dann würde ich diese Information mit einbeziehen. Ich denke, das kann tatsächlich die Deutung noch präziser machen. Heute werde ich diese Karten verwenden. Ihr wisst Bescheid, ich deute das ausschließlich nur als astrologischen Symbolen, denn diese Karten sind mit astrologischen Symbolen gekennzeichnet und nicht als Lenormand. Welche Charaktereigenschaften würde im Jahr 2022 im Monat Januar helfen, unterstützen, das Fundament für das Jahr aufzubauen, zielorientierter zu handeln, erfolgreich zu sein und sich am Ende des Monats auch glücklich zu fühlen? Das Positive, welche Charaktereigenschaften könnten wieder daran hindern, das, was Sie sich vorgenommen haben, im Januar 2022 zu erfüllen? Steinbock und Löwe. Also im Positiven fällt jetzt die Karte vom Steinbock. Es ist tatsächlich so, dass zu dem Zeitpunkt 1.1.2022 es ist ganz, ganz viel los im Tierkreiszeichen Steinbock ist. Also da befindet sich die Sonne, da findet der Neumond statt. Also es gibt eine Verbindung zwischen dem Mond und der Sonne. Ebenfalls im Steinbock. Pluto befindet sich im Steinbock. Retro Venus ist im Steinbock und sogar Merkur ist eben im Steinbock. Also es kann sein, das ist eine tolle Mischung aus persönlichen und gesellschaftlichen Planeten. Auf jeden Fall, was würde euch helfen, strukturiert zu sein? Alles, was Sie vorhaben zu unternehmen im Januar. Das sollte so aufgebaut werden, dass es ein gewisses das muss immer für euren Ziel etwas beitragen. Also wenn ihr anfängt, die Pläne für Januar zu schreiben, beziehungsweise den Alltag zu gestalten, dann all das, ich meine, natürlich muss man essen, schlafen, sich erholen und so weiter, das ist klar. Aber wenn ihr nicht wisst, was ihr zu machen habt, dann macht das, was euch weiterbringt in dem Ziel, was ihr euch vorgenommen haben. Also ich setze jetzt ein also Ziel, Projekt, Traum, Wunsch. Also zwischen diesen Wörtern ist immer das gleichzusetzen.
Weil manche gehen besser mit den Zielen um, die anderen möchten die Träume verwirklichen. Es kommt darauf an, wie sie das für sich selbst formulieren. Auf jeden Fall totale Konzentration, Ausdauer und wieder, ihr Lieben, ihr seid zwar sehr, sehr zielorientiert und zielstrebig, aber manchmal fehlt es an der Geduld. Formulieren Sie sich das nicht als Geduld, sondern tatsächlich als Ausdauer. Denn Geduld auf der Sprache des Steinbockes, das ist das Ausdauer, das ist die Langfristigkeit. Das ist also Ausdauer, wenn es um Steinbock geht, das ist nicht die Fähigkeit als solche, sondern das ist wie eine Art Entscheidung. Ich entscheide mich jetzt, ausdauerfähig zu sein. Und dann werdet ihr auch tatsächlich sehr große Schritte machen. Im Negativen die Sonne. Also die negativen Eigenschaften von nicht Sonne, sondern Löwe. Im Negativen die Eigenschaften vom Tierkreiszeichen Löwe, das ist das Egoismus, das ist nur ich, das ist nur selbstorientiert, das ist auch viel Erwartungen, dass irgendjemand irgendetwas am liebsten alles für euch erledigen muss. Also es hat jetzt nicht damit zu tun, dass falls jemand von euch im Januar krank wird, natürlich solltet ihr um die Hilfe bitten bzw. darüber reden und nicht stur alleine zu liegen und dann ja nicht darauf zu hoffen, dass jemand helfen soll. Darum geht es nicht. Also ich bin ja für gesunden Menschenverstand hier. Also vielleicht um das zu erreichen, müssen Sie sich auch gewissen Kollektiven einschließen. Vielleicht wird es euch gar nicht gefallen, aber hier wird es empfohlen, nicht so egozentristisch zu sein. Was ihr jetzt für sich selbst als Unter-Egozentrismus versteht, das ist natürlich auch sehr, sehr weit gefasst. Aber es ist so eine Art im Negativen. Der Löwe, wissen Sie was, der zum Beispiel, ich übertreibe jetzt, aber zum Beispiel eine Person steht vom Stuhl auf und erwartet, dass jeder jetzt klatschen würde, nur dafür, dass sie jetzt nun mal aufgestanden ist. Also übertrieben ist es so. Und hier sollte nicht unbedingt erwartet werden, dass ihr sofort die Anerkennung für euren Taten bekommt, dass es euch auf keinen Fall demotiviert. Falls ihr wirklich auch etwas Großartiges geleistet haben, dann und nicht sofort, nicht Sekunden, nicht 2 Sekunden nachher einen Applaus dafür bekommen haben, es heißt es nicht, dass das nicht bemerkt wurde oder dass das schlecht ist oder dass sie nicht damit sich weiter beschäftigen müssen, sondern wirklich diese Ausdauer und Weitsichtigkeit würde euch im Januar 2022 weiterbringen. Und Januar ist wirklich ein extrem wichtiges Jahr. Es ist generell ein wichtiger, es ist Januar, es ist generell. Und Januar, besonders in diesem Jahr, ist es wirklich ein sehr wichtiges Monat, was man nicht verschlafen sollte. Ich verstehe Winter, man ist ein bisschen schlapp, aber man muss wirklich gleich loslegen, von Anfang an. Liebe Widder, ich freue mich auf unser gemeinsames astrologisches Zusammenarbeit. Ich freue mich, dass wir alle gemeinsam im Jahr 2022 angekommen sind und wir werden uns in diesem Jahr noch mehr sehen und vielleicht sogar auch miteinander arbeiten. Ich möchte, dass ihr mir unter dem Video aufschreibt, zu dem 15. Januar, immer zu dem 15. des jeweiligen Monats, kommt der Motivationsbotschaft. Bitte schreiben Sie mir in Kommentaren Botanik, dann werde ich den botanischen Orakel nochmal zum Einsatz bringen, beziehungsweise Kristalle. Also wir entscheiden jetzt zwischen Botanik und Kristalle. Ein Wort würde mir auch schon ausreichen. Falls ihr mir irgendetwas auch zum neuen Jahr wünschen möchtet, dann ich bin ganz offen dafür und ich werde mich auch sehr darüber freuen. Vielen Dank. Tollen Start, bleibt gesund und wir sehen uns demnächst wieder.